Distelberger bei uns. Völlig abgekämpft. Ja, sie sind jetzt minutenlang da am Boden gelegen. Dominik, war der 400er so extrem anstrengend jetzt noch? Ja, ich meine, mit 1,5 Wochen Training dann am 400er Rennen ist dann schon sehr hart. Ja, ich habe alles gegeben, ich habe gekämpft. Sisler ist nicht mehr drinnen gewesen, aber ich finde, die Umstände entsprechend ist er schon sehr okay. Das heißt, aufgrund der Vorbereitung jetzt auf Götz ist die Bilanz nach dem ersten Tag für Sie durchaus positiv eigentlich? Ja, eigentlich, ich bin trotzdem zufrieden, ich habe gekämpft, ich habe wirklich alles gegeben, ich hätte nicht mehr Punkte machen können, ich habe eigentlich nirgendwo. Ich habe schon was liegen lassen, aber es ist einfach durch die Form, die ich jetzt zurzeit gerade habe. Das ist circa, sage ich mal, bei 70%, 80%, was ich in Topform eigentlich habe. Sie werden morgen als einziger Österreich im Zehnkampf vertreten, nachdem Roland Schwarzl aufgegeben hat. Was haben Sie sich für morgen noch vorgenommen? Ja, einfach durchkommen, fit bleiben. Und wie gesagt, ich habe nicht wirklich Erwartungen. Für mich ist das eine Generalprobe für Helsinki dann. Ich steige nach dem Hypo-Meeting gleich wieder voll ins Training ein und schaue, dass ich schnell werde und spritzig werde. Und dass ich auch über die Mittelstrecken und über den 400er besser benannt bin und besser schaffe. Und ich glaube, dann passt das schon. Und bis Helsinki bin ich sicher in einer guten Form. Danke, alles Gute für morgen, gute Erholung über die Nacht. Wir sehen uns.